Neben mir sitzt Jutta Wachowiak, eine der, ja, ich denke, durchaus interessantesten und vor allen Dingen erfahrensten Schauspielerinnen Deutschlands, vor allen Dingen auch auf der Theaterbühne. Aber Frau Wachowiak, mich interessiert eigentlich was ganz anderes. Was machen Sie, wenn andere Ihren Facebook-Status checken oder irgendwas posten? Was machen Sie dann? Ich bin nicht bei Facebook. Genau. Und was machen Sie in der Zeit? Oh, manchmal auch nur Quatsch mit Soße, aber manchmal auch was Vernünftiges. Lese ich was Schönes oder weiß ja nicht, was. Kann man nicht in Facebook den ganzen Tag und rund um die Uhr machen? Also ich kann Ihnen doch nicht erzählen, was ich rund um die Uhr mache. Aber auf jeden Fall nicht Facebook, oder? Jedenfalls, nee, nicht Facebook. Nee, Facebook nicht. Also ich, komischerweise, nee. Also ich habe mal mit Studenten gedreht und die haben mich einfach eingetragen und haben sich als meine Freunde eingetragen und haben gesagt, ich hätte jetzt schon so und so viele Freunde und ich habe die nie wieder gesehen. Weil Freunde sind irgendwie was anderes, glaube ich. Und ist das Internet oder das Leben im Internet, YouTube, ist das für Sie irgendein Thema oder sagen Sie, das ist eigentlich Teufelszeug, junge Leute? Und ja. Nee, Teufelszeug ist es überhaupt nicht. Nein, nein. Ich würde es auch eher beklagen, dass ich da sozusagen eher stümperhaft drin rum agiere. Und das ist sehr reduziert auf das, was ich wirklich brauche und was dadurch eben wirklich schneller geht und angenehmer ist, als wenn man es nicht hätte. Aber so diese ganzen, das andere kommt, so Spielereien brauche ich irgendwie nicht. Ich mähle und ich gucke nach, was ich brauche und interessiere mich und kann meine Fahrkarten da buchen und sowas alles. Das beherrsche ich auch und sonst nichts. Also ich bin das ist ja schon eine ganze Menge. Also Respekt für Ihr Alter wirklich. Ja, naja, also es ist, ja, ich bin auch ganz stolz, dass ich das wenigstens beherrsche. Und das finde ich ja sowieso sehr seltsam, diese eine Stelle. Früher war man ja immer, hat man sich an die Alten gewendet, wenn man was wissen wollte. Mhm. Und heute müssen sich die Alten an die Jungen wenden, wenn sie was wissen wollen. Aber Sie haben mal gesagt, Sie möchten nicht mehr jung sein, oder? Sie möchten nicht mehr 20 oder 30 sein? Nein, das möchte ich nicht mehr. Das finde ich aber auch gut. Also ist doch ein gutes Zeichen, wenn man alle Phasen so ausgeschöpft hat, dass man keinen Grund sieht, das nochmal zu machen. Oh, das hört sich schön an. Ich habe noch eine Entscheidungsfrage für Sie, ne? Eigentlich drei. Buch oder E-Book? Also gedrucktes Buch, ja, oder E-Book? Ja, gedrucktes Buch. Ja? Ja, nach wie vor. Obwohl ich weiß, es ist viel leichter und es ist gerade, weil ich so viel reise und dann, und wenn man so ein dickes Buch hat, dann ist es immer so schwer und so. Aber es ist, ja, vorläufig noch, sage ich jetzt mal. Brief oder E-Mail? E-Mail überwiegend, aber nicht ganz ohne Brief. Ein Brief ist schon nochmal was anderes, oder? Ja, also ich habe den Eindruck, vor allen Dingen, wenn es, ja, ich doch, also einen Brief zu bekommen oder einen Brief zu schreiben, ist nochmal ein anderer Vorgang. Und meistens wissen die Empfänger das auch, wenn so ein richtiger Brief im Kasten ist. Das ist eine andere Sorte, aneinander gedacht zu haben, habe ich den Eindruck, ja. Und letzte Frage, Twitter oder Telegram? Weder noch. Dann frage ich Sie jetzt noch, was Sie einer 30-Jährigen mit auf den Weg geben, was sie aus ihrem Leben so machen soll in der heutigen Welt. Wie viele Stunden haben wir? Oh. Ja, also das ist in der Kürze nicht zu beantworten. Zumal ich also ja mehrere Töchter habe, die um die Dreh herum sind und was ich denen raten soll, wenn sie hier klarkommen sollen, weicht ziemlich ab von dem, was ich ihnen eigentlich raten wollen würde. Und darum müssen wir das jetzt nicht länger vertiefen. Und dann habe ich noch eine Bitte an Sie. Sie als Schauspielerin müssen wir jetzt mal beibringen, wie man vor der Kamera weint. Wie macht man das, dass man plötzlich ganz traurig wird, glaubhaft? Haben Sie einen Tipp für mich? Nee, traurig sein. Richtig traurig sein, an was Trauriges denken, oder? Lisa, du bist gekündigt.